sieht man die. Ja, ja. Ah ja, oh, sieht man die. Mhm. Mhm. So, Freunde, es geht wieder los. Noch die Schüssel geholt. Das letzte Puzzleteil für die Pustafrikadellen. Ja, ich weiß, war eine ganze Weile ruhig. Naja, ist der Arbeit geschuldet, sage ich jetzt mal. Ne? Jetzt gehen wir langsam, der Sommer ist rum, langsam Richtung Spätjahr. Da wird es auch bei mir wieder ein bisschen ruhiger. Dementsprechend, naja, kann es auch hier mit dem Hobbygrillen einfach ganz gemütlich weitergehen. Der Grill drüben ist schon an und wie gesagt, ich habe es euch ja gesagt, wir machen, oder wollte ich eigentlich schon machen, aber nie Zeit dazu gehabt, wir machen Puster oder so in die Richtung Pusterfrikadellen, ja, so wie ich die, meine Interpretation halt. Brauchen ein paar Zutaten, ich hole euch gleich ein Stück näher ran, dann zeige ich euch mal im Einzelnen, ja, was wir so für Zutaten brauchen und zeige euch einen kleinen Trick, wie man so eine Paprika ja, komplett verwerten kann und nur das Grüne übrig bleibt und die weißen Fäden innen drin, die wir nicht haben wollen. Der eine wird ihn kennen, der andere noch nicht. Und wie gesagt, ich würde sagen, kommt ein Stückchen näher ran. Was haben wir hier Schönes? Wir haben hier Schönes, ein bisschen Petersilie. Das ist so ein halber Bund, sage ich jetzt mal. Dann haben wir hier zu den Zutaten 2 große Teelöffel voll Senf, einmal Knoblauchpulver, 1 Teelöffel. 2 Teelöffel, das ist jetzt die Pfeffermischung von den Sachsengrillern, die passt da einfach klasse dazu. Und 1 Teelöffel Salz. Dann haben wir hier eine ganz fein geschnittene Paprika und 2 fein geschnittene Zwiebeln. So würde ich sagen, kennt man Frikadellen im ersten Moment. So machen wir die auch öfters. Nur jetzt kommt's. Hier sind 1 Kilo Rinder- und Schweinehack gemischt. Einfach wegen, ja, ich sage jetzt ganz einfach mal wegen der Saftigkeit. Dann hier gute 200 Gramm Edamer, hier mal 3-4 Scheiben Bacon, das schneiden wir uns klein, würfeln das jetzt alles und dann kommt es zusammen in die Schüssel. Dann können wir den Kameraden schon reinparken und wie gesagt, und dann sehen wir uns wieder, wenn wir alles in der Schüssel haben. So, jetzt kommen wir mal zu dem Paprika-Trick, den ich gemeint habe. Einfach hier unten abschneiden. Und hier sehen wir ja das Weiße schon. Und das Gleiche machen wir jetzt hier oben auch. Schneiden den Kopf einfach ab. So, jetzt haben wir die 2 Teile, die haben wir schon. Hier ist der grüne Strunk, den legen wir mal auf die Seite. Jetzt können wir mit ja, einem beliebigen Messer einfach hier reinfahren. Das ist jetzt ein bisschen suboptimal, aber auch das funktioniert. So, und hier bin ich nicht ganz durch. So, dann kann ich diesen ganzen Strunk einfach rausnehmen und wie man sieht, jetzt ist hier noch, hängt hier noch ein Stückchen, wie man sieht, ist die komplette Paprika einfach, ja, ich sag jetzt mal, von allem befreit. Und wenn wir jetzt hier an den weißen Kammerstücken vorbeischneiden, haben wir hier eine komplette Paprika. Das können wir uns natürlich noch, zack, noch abschneiden, wenn wir das nicht wollen. Und somit haben wir die komplette Paprika zerlegt. Und nur wirklich nur das Unbrauchbare, ja, das haben wir weggeschnitten. Asche auf mein Haupt. Ich habe natürlich 2 Eier unterschlagen, sozusagen. Und hier selbstgemachtes Paniermehl. Jeder kennt es doch, man hat immer ein bisschen Brot übrig hin und her. Und dann wir trocknen das auf der Heizung und dann gibt es ab und zu mal eine Aktion im Thermomix. Und dann haben wir selbstgemachtes Semmelbrösel. Kostet nicht die Welt, wenn man es im Laden kauft, aber wenn man sie hat, kann man es auch weiterverwenden. Jetzt haben wir hier mal noch die 2 Eier dran, ein paar Semmelbrösel, die ganzen Gewürze, restliche Zwiebel und Paprika. Ich hole euch näher ran und dann seht ihr wieder, ja, schönes Farbspiel, sage ich euch. Wie gesagt, meine Freunde, hier ist alles schon drin, hier ist der Bacon drin, hier ist ein paar Paprikastücke sind hier schon drin. Da kommt natürlich die Zwiebel und das restliche Paprika kommt hier natürlich alles komplett mit rein. Wollen wir nicht vergessen. Dann die Gewürze. Die mache ich später mit dem Handschuh rein, dass ich den Senf auch schön mit reinkriege. Jetzt haben wir hier unser Semmelbrösel. Da ist auch ein bisschen Graubrot mit dabei. Einfach so ein gutes, ja, einen guten Schwung. So, jetzt unsere Eier noch. Nummer 1. Und Nummer 2.
legen wir uns beiseite. Und wie ihr schon seht, ich habe hier überall, ja, habe ich so offene Stellen von der Arbeit. Deswegen ziehe ich dieses Mal, was ich ungern mache, aber dieses Mal Handschuhe an, und dass wir das schön unterkneten können. So, und weiter geht die wilde Fahrt. Wie man sieht, Handschuhe an, und dass wir hier auch alles, ja, schön an Gewürzen rauskriegen. Zack. Alles mit drin im Töpfchen. Und jetzt, ja, können wir auch schon loslegen. So, meine Freunde, und das ist ja überhaupt nicht schwer. Das ist halt, wie es immer ist. Auch wenn man ganz normale Frikadellen macht. Ne? Einfach alles schön miteinander, ja, gleichmäßig. Nehmen wir hier mal gleichmäßig miteinander schön vermengen. So, Freunde, wieder frisch befreit. Hier haben wir die ganze Masse, sage ich jetzt mal. Jetzt machen wir uns ganz einfach eins. Jetzt warten wir, bis der Grill auf Temperatur ist, ne? Und dann formen wir uns mal so eine Frikadelle, grillen die mal auf dem Rost an. Wenn wir natürlich aufgrund von dem ganzen Käse das zu eine, ja, sauige Aktion sein sollte, werden wir auf die Pfanne zurückgreifen, so wie wir es, ja, ich sag jetzt mal, im normalen Leben oben ja auch machen würden. Also, wie gesagt, formen jetzt mal eine, wenn der Grill auf Temperatur ist, und dann, ja, geht es drüben weiter. So, machen wir uns die gar nicht viel größer oder viel kleiner, einfach so schöne, ja, Frikadellchen. Das ist ein geiler Ton. So, meine Freunde, jetzt schnappen wir uns kurz das Handtuch, weil das könnte nicht warm sein. Die haben wir als erstes reingelegt. So sollte das sein. So. Und die anderen nehmen wir natürlich auch runter. Ne? Und für mich. Komm rauf. Bitte. Das schmeckt. Ich meine, ich habe ja schon zwei gefuttert. So, ich finde, die kann man essen. Ja, lecker, lecker. Wenn sie nicht ganz so kalt sind. Aber dann kann man ja Abhilfe schaffen und kann sie gleich essen. Wenn sie noch heiß sind. Ein bisschen Chili-Schärfe könnte noch ran, aber. Wer isst für Chili? Aber klar, das könnte man machen. Aber die sind noch machen. Ja. Frische Kräuter. Mit Zwiebeln und Paprika. Du könntest mal schön noch eine Chili mit. Mhm. Oder eine halbe. Also Schärfe kann man definitiv noch rumfeilen. Aber da ich halt ein Winzer bin. Nur Pfefferschärfe, der Peter. Nur Pfefferschärfe. Ja. Also, Freunde, in diesem Sinne, dich werde ich verlinken mit Instagram. Weil YouTube hat er ja nicht. Ja. Hat er ja man nicht. Kann nicht alles haben. Ja. Er weiß ja nicht. Vielleicht wird er ja Dauergast oder. Macht wohl was zusammen oder so. Steht alles noch in den Kinderschuhen. Verlinkt auf jeden Fall bei Instagram, wo ich vorbeischaue. Hier und da, ja. Der Peter, der Pitblock. Halb so wild. Der kann nicht nur grillen, der kann auch angeln und. Ein Holzbretter bauen. Da muss ich heute. Irgendwas mit Holz machst du auch noch, ja. Da muss ich, heute Mittag muss ich da wieder dran. Also, Freunde, bis zum nächsten Freitag. Tada!